bekreuzigt euch, ihr hohen Damen, edlen Herren, so denn der Pilgerstab euch hat geführet, hier, an diese Schädelstadt, wo jener schreckliche, ruchlose Mord geschah, am Grafen Engelbert von Berg, des römischen Reiches Kanzler und von Gott gesalbten Erzbischof zu Köln. Oh, wehe dem Missetäter, wehe dem Grafen Friedrich von Isenberg, der mit seinem eigenen, blanken Schwert an dieser Stätte seinen hochwohlgeborenen Vetter und Lehnsherrn erschlagen hat. Das jedenfalls berichtet uns die Königschronik zu Köln. Doch was? Was, wenn alles ganz anders gewesen? Was, wenn Friedrich gar nicht selbst sein Schwert mit dem heiligen Blut seines Vetters befleckt? Wir können es nicht wissen. Es sei denn, wir wären dabei gewesen. Meine beiden Helden wider Willen, die von den unbegreiflichen Mächten der Höhle, die man die Klutert nennt, aus eurer Zeit in diese finstere Epoche verschlagen wurden. So höret denn, was ich selbst aufgeschrieben, was Fred, der junge Sohn dieser Berge, und seine junge, schöne Freundin aus dem fernen Reich der Mitte am 7. November des Jahres 1225 an diesem Ort erlebten.